So, Mausi sitzt da vor meinen Füßen und ich bin gespannt, wenn einer kommt, ob er Stress machen wird. So wie er sitzt, ist er nicht entspannt. Das heißt, es ist schon der Gedanke da, wenn da jetzt einer herkommt, mache ich Stress. Ja? Erstaunlicherweise macht es der nicht, der was eigentlich für das auch prädestiniert ist. Der ist aber schon locker, der hat das schon gelernt, ja? Dass da bei mir keinen Stress gibt. Ja? Ihm geht es auch schon dann darum, Körpernähe zu haben. Also es geht bei ihm nicht immer nur darum, die anderen wegzuhalten, sondern es geht auch um Körpernähe. Ja? Das ist bei ihm nur bedingt, glaube ich. Kann natürlich sein, dass es bei den Besitzern anders ist, aber draußen auf jeden Fall ist es sowohl bei mir als Besitzer so, dass er das übernehmen will, die Führung. Und das kann man nicht brauchen bei einem Hund, der nicht sehr souverän ist. So, oder? Jetzt kommt da die Lilly. Und sie bleibt da schon stehen, schaut weg und sagt, ich will nichts von dir. Blinzelt mit den Augen, gähnt, setzt sie hin, kratzt sie, lauter Übersprungshandlungen. Ja? Alles Sachen, wo sie sagt, ich will nichts, ich will nur meinen Frieden haben. Ihm ist das wurscht, er bewegt sich kein bisschen. Das heißt, eigentlich ist er schon erstarrt und hat damit Raum genommen. Sie setzt sie hin und legt sie hin und er sagt, gut ist, dass du das machst. Und erst jetzt wendet er auch seinen Blick ab. Warum? Weil jetzt hat er genau erreicht, was er wollen hat und entspannt halbwegs. Ja? Also er entspannt so, dass sie das versteht. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir entspannen. Ja? Wenn wir dranbleiben noch, obwohl der Hund schon macht, was wir wollen, dann ist das Ganze ein irrsinniger Stress für den Hund. Ja? Der magentafarbene Hund, also der Timmy, der hat nur mit dem Blick Raum genommen. Ja? Deswegen sieht man, wie wichtig es ist, mit den Augen zu arbeiten. Das ist eine der ersten Kommunikationen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man, solange der Hund nicht so funktioniert, wie man es sich wünschen, dass man keine Brillen, keine Sonnenbrillen drum. Ja? Okay, die ist frech. Aber die mag er halt, weil die ist läufig. Und die darf sich das erlauben. Sieht man, wenn zwei das Gleiche machen, ist nicht dasselbe. Und er gibt er die Ohren zurück. Ja, sie macht es auch charmant. Schau, vor der Körpertiefstellung. Ja, er freut sich. Schwanzansatz ist zwar erhöht beim Timmy, aber jetzt einmal wirklich aus Freude, weil normal, wenn es heißt, immer wenn der Schwanz oben ist und wedelt, dann ist Freude. Also ist es nicht. Es heißt nur Aufregung, Erregung. Und ja, es ist ihm nicht so wichtig, dass er hier nachgeht, da ist ihm wichtiger, dass er da seine Position festigt. Ja? Sehr hübsch, gut gemacht.